Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen heute eigentlich unsere Forschungsergebnisse einer Literaturstudie zum Thema Team vorstellen. Das hatten wir ja eigentlich vor, anlässlich unserer Tagung zu machen mit dem Team, mit dem Thema das Team als Therapeutikum. Da das so nicht geklappt hat, wollen wir die wesentlichen Dinge, die wir eigentlich Ihnen mitgeben möchten, heute in Form einer Online-Präsentation mit auf den Weg geben. Das Ganze können Sie auch nachlesen. Also parallel zu diesem Teil gibt es das Ganze auch nochmal als Text. Der Text ist sehr ausführlicher, sodass, wenn Sie den Wunsch haben, es vielleicht eher zu lesen, dann müssen Sie sich das jetzt nicht angucken. Ja, oder Sie schauen sich das an und schauen dann später nochmal nach. Gut. Es geht also um Team und Führung. Führung spielt hier eine wesentliche Rolle. Unsere Idee ist, dass die Art und Weise, wie ein Team mit Menschen, die psychisch verändert sind, umgeht, ganz wesentlich dazu beiträgt, wie es Menschen mit Demenz, mit Depression, mit anderen gerontopsychiatrischen Erkrankungen geht. Also, dass das Team selbst ein wesentlicher Faktor, wenn Sie wollen, vielleicht nicht als Therapie, aber für das Leben mit diesen Verfassungen darstellt. Ja, zu Beginn noch so ein Zitat von Gräber: Je wichtiger ein Job für die Gesellschaft ist, desto schlechter wird er bezahlt, desto geringer sein Ansehen. Unnötige, kontraproduktive und destruktive Jobs hingegen, die haben ein hohes Ansehen und werden gut bezahlt. Das ist quasi ein Motto, das dem Ganzen überschrieben ist. Es wird sehr viel investiert in Medikamente, es wird sehr viel investiert in Interventionen, die eher kostspielig sind. Unsere Auffassung ist, dass das Pflegeteam selbst eine der wesentlichen Interventionen darstellt und genau dieses ist mit am allerwenigsten beforscht. Personenzentrierte Pflege, personenzentrierte Pflege, so einhellig in verschiedenen Forschungen erwiesen, kann eigentlich nur in, mit und durch das Team erfolgen. Das gelingt am ehesten dann, wenn das Team seine Arbeit als intrinsisch erfreulich erlebt, also wenn die Spaß haben an der Arbeit. Und eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass die Spaß daran haben, ist, dass sie sich untereinander gut verstehen. Dreh- und Angelpunkt aller Arbeit mit psychisch kranken Menschen ist natürlich Beziehungsarbeit, weil alle psychischen Störungen sind am Ende Beziehungsstörungen und können auch nur in, mit und durch Beziehungen ein Stück weit geheilt bzw. auch erträglich gemacht werden. Für Pflegende ist es wichtig, in ihrer Arbeit ein gewisses Maß an Selbstbestimmung zu haben, gehört zu werden, Teilhabe zu erfahren und auch zueinander eine gute Beziehung zu haben. Insgesamt kann man das Empowerment nennen. Und da gibt es die Vermutung eines Engelskreislaufs. Das heißt, je mehr Mitarbeiter das Gefühl haben, selbstbestimmt und teilhabend und miteinander in guten Beziehungen zu arbeiten, desto besser geht es ihnen als Team. Und wenn es ihnen als Team besser geht, geht es auch den Bewohnern besser. Und wenn es den Bewohnern wieder besser geht, geht es wieder dem Team besser. Also eine starke Korrelation von Arbeitszufriedenheit der Pflegenden und Lebensqualität von psychisch veränderten Menschen im Alter. Können Sie das nicht leisten, dann ergibt sich etwas, das nennt man frustrierte Empathie. Man kann es auch so sagen: Menschen, die pflegen, die möchten ein Stück weit ihre Sorge, ihre Liebe, ihre Zuwendung loswerden. Und wenn sie das nicht können, dann gibt es sowas wie eine Verhärtung, eine Verbitterung, die letztlich hingehen kann bis zum Burnout. Das heißt also, zufriedene Mitarbeiter sind eine wesentliche Voraussetzung für die Lebensqualität von Menschen, die psychisch verändert sind. Und umgekehrt geht es denen gut, geht es auch wieder den Mitarbeitern gut und dann geht es wieder den Bewohnern gut. Und ja, so ist das Ganze als sich beständig selbst erzeugender Kreislauf gedacht. Es gibt damit einhergehend die Vermutung einer gewissen, könnte man sagen, Gegen- und Wechselseitigkeit von Bedürfnissen, die Mitarbeiter und Bewohner haben. Also je mehr die Mitarbeiter ihre altruistische Motivation
loswerden, desto mehr scheinen auch die Bewohner den Mitarbeitern was zurückzugeben. Und nicht unbedingt in Form von Dankbarkeit, aber in Form auch von Zuwendung und von kleinen Geschenken und Aufmerksamkeiten, was wiederum für die Mitarbeiter sehr wesentlich ist. Eine andere Forschung hat sehr gut erwiesen, einen Zusammenhang zwischen Teamverfassung und Symptomdichte. Das heißt, die Vermutung ist, ja, je besser das Team verfasst ist, desto eher gibt es eine Chance, dass die Symptome von Bewohnern sich etwas reduzieren. Und umgekehrt gibt es sehr starke Konflikte zwischen den Mitarbeitern im Team, dann nehmen auch die Konflikte zwischen den Bewohnern, aber auch die Symptome der Bewohner zu. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie in der Familie. Geht es den Eltern schlecht, dann drehen die Kinder am Rad. Also im Grunde genommen bestätigen solche Forschungen Dinge, die wir eigentlich aus der Familienforschung schon seit langem kennen. Interessant ist, dass Beziehung und Beziehungsfähigkeit in der psychiatrischen Arbeit in der Regel so vorausgesetzt werden, aber selten beforscht werden. Es gibt nicht so viele Forschungen zur Beziehungsarbeit in der Pflege. Ja, obwohl das ist ja ein alter Topos von Peplau ausgehend, ja, ist das ja bekannt. Aber so viele Arbeiten gibt es dazu nicht. Also wie wirken sich Beziehungen, die Teammitglieder zueinander haben, letztlich auf die Beziehungen aus, die man zu Klienten hat? Da gibt es, wie gesagt, einige Vermutungen, die ich gerade vorgestellt habe, aber nicht wirklich sehr belastbare Forschungen. Also letztlich wird Beziehung und Beziehungsfähigkeit vorausgesetzt, aber ist selten das Ergebnis gezielter Gestaltung. Ja, also es gibt eine Menge Forschung, was Musik bewirkt und was sensorische Stimulation bewirkt und was die Umgebung so mit Menschen, die psychisch verändert sind, macht. Aber es gibt nicht so viel Ergebnisse dahingehend, wie baut man eigentlich Beziehungen im Team aus, wie befördert man die Beziehungsfähigkeit des Teams zu den Klienten und welche Effekte hat das letztlich in Bezug auf die Klienten. Also die Interventionsforschung hat bisher das Thema Team noch nicht wirklich entdeckt. Eine schöne Arbeit von McNeil und anderen aus der letzten Zeit, die gehen so der Vermutung nach, dass Doing Good zum Feeling Good führt. Das heißt also, wenn man gut arbeitet und damit es den Bewohnern besser geht, dann wirkt das zurück auf das Team und das wiederum ermöglicht wieder gute Arbeit. Das heißt, ein gutes Team, sowas wie eine kollektive Resilienz, eine gemeinsame Fähigkeit, mit diesen Klienten gut zu arbeiten, das verstärkt die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen. Man könnte sagen, Resilienz ist also damit nicht so sehr nur als Eigenschaft der einzelnen Person zu denken, sondern ist etwas, das das Kollektiv erzeugt. Man kann also oder hat im Team so einen Umgang mit den Bewohnern gefunden, der es einem ermöglicht, dem Stress gut begegnen zu können. Man kennt die Bewohner, man kennt das Team, man weiß, wer im Team mit welchem Bewohner gut umgehen kann, sodass man ohne Angst vor Fehlern und auch mit einer gewissen Bereitschaft, voneinander zu lernen, auf die Klienten zugehen kann. Man hat Ressourcen, den Niederlagen, die man sich in dieser Arbeit holt, zu erholen. Ja? Und damit ist der Kontext einer, in dem ich mich als Mitarbeiter psychisch sicher fühle. Also ich fühle mich bei den Mitarbeitern und auch bei der Leitung psychisch sicher. Ja, und das gibt mir soziales Kapital, Ansehen, auch eine gewisse Kontrolle über die Situation. Und das wiederum bestärkt so die interpersonalen Netzwerke. Also so zusammenfassend, das soziale Klima des Arbeitsplatzes verstärkt die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen, verbessert damit auch das professionelle Verhalten und führt deswegen dann auch zu besseren Arbeitsergebnissen. Glomp im Jahr 2011 hat das schon als erster Mal so beschrieben und McNeil und Kollegen haben dies jetzt noch einmal neu jüngst beforscht. Also Vertrauen und Kooperation untereinander verbessert zugleich auch die Pflegequalität und die Mitarbeiterqualität.
Und konkret heißt das, ja, mit den Kollegen zu reflektieren, gemeinsam Fortbildung zu machen, sich über die einzelnen Fälle einig zu werden und einen gemeinsamen Umgang zu finden. Ja, das beeinflusst das Wohlbefinden der Pflegenden positiv, gibt ihnen psychische Sicherheit und das wiederum ermöglicht, gut mit den Klienten zu arbeiten. Wichtig ist dabei, dass Leitende sich für das Team interessieren, also dass sie die Stabilität, Widerstandsfähigkeit, den Umgang mit Stress, den ein Team haben, dass das seitens der Leitenden positiv unterstützt wird, das spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Also Normen, Werte, Überzeugungen, Vertrauen, Kooperation, auch eine gemeinsame Sprache, die bilden quasi den sozialen Kontext, innerhalb derer sich Resilienz, Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, mit Stress umgehen zu können, entfalten. Und das scheint eine ganz wesentliche Aufgabe oder Voraussetzung dafür zu bilden, auch den Stress der Klienten auszuhalten. Das heißt, ich muss selber eigentlich psychisch gesund sein, psychische Gesundheit eher so als kollektives Konstrukt verstanden, an dem der Einzelne partizipiert. Und wenn ich diese Fähigkeit habe, dann kann ich auch den Stress, den die Klienten im Rahmen ihrer psychischen Erkrankung haben, auch besser aushalten, managen, ablenken, auf eine andere Spur bringen oder auch schlichtweg ertragen. Es geht also so zusammenfassend nicht darum, den Stress vollständig zu vermeiden, sondern es geht eher darum, aus diesem Stress eine Fähigkeit zu entwickeln, ihm begegnen zu können. Also letztlich das Gefühl von Kompetenz, von Mastery aus dem Umgang mit Stress zu ziehen. Da ist das Team eine ganz wichtige Größe, die das regelt oder auch verhindert. Eine ganze Reihe von Forschungen haben das immer mal wieder erwiesen und bearbeitet. Ich habe die hier mal so aufgeführt. Also Mittal hat da schon recht früh eine Arbeit vorgestellt. Je zufriedener die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit sind, desto mehr gleichen sie sich in ihren Einschätzungen der Lebensqualität, den Einschätzungen von Menschen mit Demenz an. Und je mehr sich diese Einschätzungen ähneln, desto eher begegnet man sich auf eine Art und Weise, die sowohl Arbeitszufriedenheit wie eben auch Lebenszufriedenheit günstig beeinflussen. Einige weitere Forschungen, die eben die starke Korrelation zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Lebensqualität von Menschen mit Demenz so untersucht haben, hier kurz benannt, ne? Vielfältige Belege für die Zusammenhänge zwischen Unterstützung durch Managements, Schulung und Trainings und Wissen und Haltung der Mitarbeiter und der Lebensqualität von Bewohnern. Dabei immer wieder interessant, dass die Wissensvermittlung allein wenig bewirkt. Ja, so, das heißt, dass Wissensvermittlung muss begleitet werden durch Teamentwicklung, durch Fallbesprechungen, durch ein anderes Beziehungsnetz, das die Pflegenden zueinander aufnehmen. Wenn es nur darum geht, was über Depression, Demenz, Delir zu hören, als Wissen abzuspeichern, dann nutzt das relativ wenig. Das muss sozusagen im Team integriert werden. Es muss, wie soll ich mal sagen, quasi eingepflegt werden. Ja, es muss mit der Persönlichkeit der Handelnden in Verbindung gebracht werden. Erst dann, wenn es also zur Haltung wird, wenn es in die Teamlogik mit eingeht, dann entfaltet es nur seine Wirksamkeit. Das heißt, ich muss das, was ich lerne, auch gut im Team umsetzen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind die Menschen oft frustrierter als zuvor. Dass Leitung und Führung dafür ganz wichtig ist, ist ganz offensichtlich. Ja, also Leitung muss anerkennen und dieses Gesehenwerden, diese Anerkennung, die hat eine sehr hohe Folge in Richtung von Motivation. Aber auch fachliches Können gehört dazu. Und mit dem fachlichen Können und der Anerkennung wird die Situation für den Einzelnen eher kontrollierbar. Und das ist etwas, das Menschen in der gerontopsychiatrischen Arbeit unbedingt brauchen. Also ich bewege mich ja dort auf dünnem Eis. Ich weiß ja nicht, was morgen kommt. Ich kann nicht voraussetzen, dass das, was gestern geklappt hat, heute auch noch klappt. Dennoch muss ich ein Gefühl dafür entwickeln, ich kann die Situation kontrollieren.
Ja, um selber sicher zu sein. Und wenn ich das nicht quasi in der Situation haben kann, dann muss ich diese Sicherheit aus dem Team nehmen, aus meiner Haltung nehmen, aus der Unterstützung durch die Leitung nehmen. Und das ermöglicht ein Gefühl von Kontrollierbarkeit aufzubauen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Klienten, also wenn Sie wollen, die Sache nicht kontrollieren kann, aber ich kann den Kontext kontrollieren, innerhalb dessen ich mich hier bewege. Und das erlaubt eine psychische Sicherheit im Umgang mit Stress. Schlecht dagegen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier nichts kontrollieren. Ja, ich kann mich auf mein Team nicht verlassen. Ich werde von Leitung nicht unterstützt. Ich habe nicht die relevanten Ressourcen. Zugleich habe ich aber sehr hohe Anforderungen, eine geringe Selbstbestimmung und wie ich hier mit den Leuten umgehen soll, das hat mir auch keiner gesagt. Also geringe Mastery. Das sind aber genau Bedingungen, die oft für Pflegeassistenten und nicht ausreichend vorbereitete Teams der Fall sind. Insofern kriege ich dann natürlich auch eine schlechte Pflegequalität und eine schlechte Lebensqualität. Ja, eine weitere Forschung von Edwardson, schon etwas älter, aber durchaus interessant. Also Pflegende wollen im Grunde genommen personenzentriert pflegen. Wenn man ihnen den Rahmen gibt, dann wollen sie das auch tun. Und wenn sie das tun können, ist dies eine wesentliche Quelle ihrer Zufriedenheit. Ja. Und das Letzte, ja, das kann man sich eigentlich auch ganz gut denken. Ja, je mehr die Menschen, die da als Klienten oder Gäste auftauchen, unzufrieden sind und neuropsychiatrische Symptome zeigen, desto größer ist der Stress der Pflegenden. Und umgekehrt, je größer der Stress der Pflegenden ist, desto größer sind die neuropsychiatrischen Symptome der Klienten. Also wo setzt man dort an? Im Grunde genommen bei der Selbstberuhigung der Pflegenden. Also je mehr die Pflegenden eine entspannte, ruhige, gelassene Haltung aufbauen können und eigene, ich sag mal, neurotische Reaktionen eher kontrollieren können, desto größer ist die Chance, dass auch die Klienten weniger neuropsychiatrische Symptome zeigen. Auch dies ein inzwischen ganz gut belegter Zusammenhang. Weitere Forschungen unterstützen das. Also je ängstlicher und vermeidender der Bindungsstil der Pflegenden ist, ja, also ängstlich im Sinne von, dass man Unsicherheit ausstrahlt oder vermeidend, indem man sagt, ich will mit dem Klienten nichts zu tun haben, ne? Also weil ich nicht gelernt habe, ja, in meiner primären Sozialisation sicher mit grenzwertigen Situationen umzugehen, desto größer ist auch der Stress der Pflegenden und desto häufiger der Burnout. Ja, also die Person und die Persönlichkeit des Pflegenden spielt hier eine wesentliche Rolle. Und umgekehrt, je besser dann aber der Austausch in Themen ist, ja, desto besser sind die Lernprozesse. Also man spricht davon, dass viele Pflegende eigentlich eine unbewusste Kompetenz haben. Das nennt sich dann oft Intuition, ne? Also eigentlich wissen, wie sie damit umgehen sollen, aber oft Mühe haben, diese Kompetenz dann auch in Worte zu fassen, also auszudrücken, zu dokumentieren, ja, anderen Menschen darzustellen. Und je mehr sie das in Form von Fallbesprechungen tun können und auch fachlich darin unterstützt werden, desto mehr transformiert sich diese unbewusste Kompetenz eben auch in eine, ich sag mal, größere Resilienz in der Situation. Dabei ist es nicht ungünstig, wenn man sowas hat wie einen Demenzcoach oder wenn Sie wollen, eine Fachkraft für Gerontopsychiatrie, die diese Teamentwicklungsprozesse begleitet. Durch Fortbildungen, durch Fallbesprechungen, durch Vorleben, Vormachen. Ja, die bilden so eine Brückenfunktion, damit sich diese unbewusste Kompetenz in eine bewusste Kompetenz transformieren kann. Ja, wichtige Themen für die Beziehung zu den Klienten. Das ist einmal die frustrierte Empathie. Ja, also wenn ich mit meiner Zuwendung, Sorge, Liebe nicht ankommen kann, nicht durchdringe. Wenn ich das Gefühl habe, den Klienten nicht zu verstehen und auch den Eindruck bekomme, der Klient versteht mich nicht. Wenn es sehr konkurrierende Bedürfnisse gibt, also wenn der Klient ganz andere Dinge will als die, die ich aus der Pflege für den Klienten für wichtig halte.
Ja, also wenn ich diese konkurrierenden Bedürfnisse nicht ausgleichen kann, wenn ich mich emotional verstrickt erlebe, zum Beispiel, weil ich einen Klienten habe, der in mir eigene schwierige Themen triggert, zum Beispiel im Rahmen von Suchtbehandlung. Ja. Und natürlich insgesamt Mangel an Anerkennung. Die kann ich natürlich von den Klienten oft nicht ausreichend bekommen, weswegen ich sie von Leitung und Team kriegen muss. Also hier wieder diese Zusammenhänge. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, auch noch mal kurz so einen Blick auf das Konzept Team zu werfen. Also was ist eigentlich Team, ne? Und da kann man so ausgehen, dass für Menschen die Kooperation sehr ausschlaggebend ist. Also man sagt, also die Menschen sind die kooperativsten Lebewesen überhaupt. Sie sind in ihrem Überleben darauf angewiesen, andere Menschen als gleichwertig anzuerkennen. Und das nennt man mutualistische Situation, also eine Vogelperspektive, aus der man sich und den anderen betrachtet, um sich dann gemeinsam einer Sache zuzuwenden. Und das ist einzigartig, also dass ich den anderen als gleichwertig anerkennen muss, um für mich zu einem Erfolg zu kommen. Das bedingt eigentlich den Kern gemeinschaftlicher Tätigkeit. Insofern sind Menschen im Kern nicht auf Konkurrenz, sondern auf Kooperation hin ausgerichtet. Das ist eine anthropologische Grunderkenntnis, die vielfältig in der Forschung belegt ist. Man konstituiert sich also wechselseitig. Ich bin der, der ich bin, immer nur in einer Gruppe und im Zusammenhang mit einer Gruppe. Und da ist es so, dass wenn auf diese Gruppe zu viel Druck von außen ausgeübt wird, also Anforderungen, Normen, ein Druck, der nicht aus der Gruppe selbst entsteht, sondern der von außen auf die Gruppe kommt, dann fängt die Gruppe an, sich nach außen zu wehren, also die Stacheln auszufahren, auch so eine eigene Denkweise zu entwickeln, die nennt man dann Groupthink, also so eine Tendenz zu blockieren, auszuweichen, zu schweigen und alles außerhalb der Gruppe als feindlich zu positionieren. Es sitzt dann so eine Unterscheidung zwischen uns und den anderen ein, die Us and Them Unterscheidung. Ja, und das wird stark, wenn der Druck groß ist und wenn man das Gefühl hat, von der Außenwelt nicht ausreichend gehört zu werden. Ja, sondern man kriegt nur Druck und Anforderungen und kein Verständnis. Und dann fängt man an, sich gegenüber denjenigen, die diesen Druck ausüben, den Experten, der Politik, wer immer das auch ist, abzugrenzen und eben auch gegenüber fachlichen Normen abzugrenzen. Und dann entwickelt sich so eine Art Superkleber der Solidarität, der alle kluge Lösungen überrollt. Also Hauptsache, man positioniert sich gegenüber den anderen negativ. Ja, und das erschwert das Lernen ungemein. Auf diesen Begriff Groupthink kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen. Eine gute Gruppe dagegen, die schafft es eigentlich, die Mündigkeit des Einzelnen gut auszuhalten. Also eine reife, anpassungsfähige Gruppe lebt geradezu davon, dass in ihr diskutiert wird, dass Menschen unterschiedliche Auffassungen haben, ja, dass man um Lösungen ringt. Aber dafür ist es wichtig, sich wechselseitig anzuerkennen. Also, dass diese Anerkennung der Äquivalenz immer noch da ist. Und je reifer eine Gruppe ist, desto mehr Konflikte und desto mehr Auseinandersetzung kann sie aushalten, ohne dass damit die Bindungsfähigkeit untereinander eingetrübt ist. Ja, man unterscheidet meistens in der Literatur zwischen einer Primär- und einer Sekundärgruppe. Die Primärgruppe, das ist so die Familie, die Sekundärgruppe, die Gesellschaft. Und oft gibt es so eine Vorstellung, ein Drittes gibt es nicht. Allerdings stimmt das nicht. Also gerade in der Pflege, ja, in Situationen, wo man sich um andere sorgt und kümmert, da braucht man quasi eine familienähnliche Bindung untereinander, um diese Sorgeleistung aufrechtzuerhalten. Also ein bisschen, ja, ironisch kann man sagen, ist das so eine Art Brutwärme, ja, wo eine familiäre Orientierung notwendig ist, um eine bestimmte Leistung zu entwickeln. Und das nennt sich insgesamt das Communio-Konzept der Arbeit.
Natürlich haben formalisierte Arbeitsbeziehungen, das wäre jetzt Sekundärgruppe, die den Vorteil, die Zufälligkeiten persönlicher Beziehungen auszublenden. Da kommt eine neue Kollegin, aber die hat die gleiche Kompetenz und die kann das genauso gut machen wie die vorherige. Das ist so die Idee. Aber das stimmt innerhalb von Teams nicht. Also jeder Neue, der in so ein Team kommt, der mischt das Team neu auf. Es muss sich neu finden. Also es ist eben nicht so, dass Pflege oder die Arbeit im Team in der Pflege, dass das rein formalisierte Beziehungen sind, sondern die Menschen leben in ihrer Arbeit davon, sich auch wirklich als Personen gut zu kennen. Sie müssen sich nicht lieben, aber sie müssen einander kennen. Also nochmal anders formuliert, gute Beziehungen zueinander erleichtern und optimieren die Arbeitsintegration. Man hält sich nicht auf mit Vorwürfen, ja, man zieht Informationen und Wissen nicht zurück, man baut sich sozusagen nicht auf seiner eigenen Insel auf, ja, sondern man geht immer wieder wechselseitig in einen Prozess von Kommunikation und Interaktion. Und man kann sagen, also diese familiäre Orientierung ermöglicht eigentlich erst die Sorgebeziehung, die professionell zu psychisch kranken Menschen notwendig ist, die notwendig ist, um den Stress der Klienten aufzufangen und auszuhalten. Ja, eigentlich sind das Selbstverständlichkeiten, aber sie sind insgesamt in Bezug auf die Pflege noch wenig durchdekliniert und beforscht. Zumeist hat man ja so zwei Pole, einmal die sozialen Faktoren und dann die Aufgabe. Ja, und das geht aber in der Pflege eben einher, nicht? Also die sozialen Faktoren bestimmen, wie die Aufgabe gemeistert wird. Ja, ein Team hat in der Regel eine gewisse Idee der Zugehörigkeit, grenzt sich nach außen ab, braucht eine gewisse Stabilität der Mitgliedschaft, hat einen gemeinsamen Zweck mit gemeinsam geteilten Zielen, hat eine eigene Struktur mit Funktionen und Rollen, braucht eine Leitung, also ist ein differenziertes Gebilde, ja, das auch gerade in seiner Differenziertheit überhaupt erst seine Arbeitsfähigkeit entfaltet. Aber je reifer noch einmal so ein Gebilde ist, desto mehr werden die Hierarchien flacher, desto mehr werden die Leiter eigentlich eher zur Art Coach, ja, eher zu Organisatoren, zu Leuten, die eher eine supervisorische Funktion haben. Und die Teammitglieder entwickeln zunehmend immer mehr eine Kooperationsfähigkeit, eine Kritikfähigkeit und eine Selbststeuerung. Das ist das, was man natürlich im Endeffekt will. Gute Teams zeichnen sich also aus durch Flexibilität. Sie können sich neuen Situationen besser anpassen, gerade weil es unterschiedliche Meinungen gibt. Ja. Sie haben eine innere Differenzierung. Sie tolerieren unterschiedliche Auffassungen, also keine Gleichschaltung. Es müssen nicht alle gleich denken, aber man bewegt sich in einem Rahmen, ja, der viele unterschiedliche Auffassungen zulässt, aber dennoch eine Einheitlichkeit im Vorgehen ermöglicht. Das ist eine delikate Balance. Es gibt sowas wie eine Hoffnung. Also ein Team, das keine Hoffnung mehr hat, das wird wahrscheinlich auch mit den Klienten keine gute Arbeit mehr leisten können. Also ein positiver Optimismus in Bezug auf den Sinn dieser Arbeit. Es ist loyal zueinander, ohne dass es nach außen blockiert. Und es kann voneinander lernen und seine Kompetenz allmählich erweitern. All das sind so wesentliche Aspekte, die man vielleicht mal zum Thema Team gesagt haben muss. Ja, ein Team, so könnte man sagen, hat daher eine Gesamtpersönlichkeit, einen Stallgeruch, ein Image. Das merkt man, wenn man so in ein neues Team kommt, schon innerhalb sehr kurzer Zeit. Wie ticken die hier? Wie funktionieren die? Wie gehen die mit Situationen um? Was haben die für einen Humor, für eine Sprache? Ja, und das muss man sehr schnell so mitnehmen, quasi verinnerlichen, damit man so dazugehört. Man will ja dazugehören. So ein Team ist also mehr als die Summe seiner Teile. Es entsteht also aus den vielen Beteiligten eine Gesamtheit, die in ihrer Struktur was Eigenes darstellt. Und dafür gibt es so in der Wissenschaft den Begriff der Emergenz. Ja, also das heißt, das Zusammenwirken vieler Elemente ist mehr als das, was die einzelnen Elemente eigentlich erkennen lassen. Ja, und daraus ergibt sich natürlich auch eine gewisse Norm, die sich in der Gruppe durchsetzt, auch eine gewisse Dynamik, die kann auch positiv sein.
Ja, und das Ganze nennen wir dann letztlich das sogenannte Wir-Gefühl. Kommen wir mal wieder zurück zur Gerontopsychiatrie, weg von den allgemeinen Ideen von Team. Wodurch zeichnet sich eigentlich die gerontopsychiatrische Pflege aus? Und da gibt es ein paar interessante Aspekte. Einmal, man kann so weniger als in anderen Arbeitsprozessen den Tag antizipieren. Also was wird heute kommen? Menschen sind oft in diesem Feld Belastungen, grenzwertigen Situationen ausgeliefert. Ja, so auch manchmal schutzlos ausgeliefert, und müssen das sozusagen aus der Energie des Teams, aus dem Wissen des Teams, aus den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, aus ihrer eigenen Haltung und Person irgendwie bewältigen. Und das belastet natürlich emotional sehr stark, und genau diese emotionale Belastung ist in der Regel unsichtbar. Also das Aushalten von nicht antizipierbaren, vorhersehbaren Situationen ist eigentlich das, was emotional besonders so einschlägig ist. Und genau dies wird wenig gesehen. Ja. Und es gibt da so eine Gleichzeitigkeit von Hochregulierung und Unterregulierung. Also auf der einen Seite gibt es sehr viele Regeln, ja, die man beachten muss, und ja, Wissen über die Zustände der Klienten, über ihre Medikamente, über ihre Beziehungen, über ihr Leben. Und zum anderen kann man viele Regeln auch nicht so umsetzen, weil heute halt die Klienten anders drauf sind als gestern. Wir befinden uns also in einer Situation, so nennt man das, von radikaler Kontingenz und kognitiver Dissonanz. Meint zum einen, es ist hochzufällig, was heute passiert. Und ich kann das schlecht vorhersehen, also Zufälligkeit. Und auf der anderen Seite, ja, kann ich nicht immer das umsetzen, was ich für sinnvoll und für wichtig halte. Das heißt, ich muss mit beständigen Widersprüchen leben. Und das, was ich für richtig halte, will der Klient nicht. Und das, was der Klient für wichtig hält, das kann ich jetzt aber nicht umsetzen. Also ich habe immer diese Widersprüche. Und dann ist die Frage, wie hält man das aus? Also wie kommt man mit dieser Gleichzeitigkeit von Hochregulierung und Unterregulierung um? Und so in der Forschung ist das mal so ein bisschen beleuchtet worden von Kemmer. Und der ist jetzt der entscheidende Satz, er lautet Figuring it out in the moment. Ja, das heißt also, ich muss das irgendwie im Moment lösen. Ich kann da jetzt nicht ein halbes Jahr warten, erstmal eine Expertenkommission oder eine Ethikkommission ansetzen, sondern ich habe jetzt die Krise und ich muss jetzt irgendwie reagieren. Ja, im Moment. Und wie kann ich das tun? Das schaffe ich eigentlich nur dadurch, dass ich mich auf das Team verlassen kann. Also, dass man einander vertraut, spontan aushilft, als Gruppe ein feines Gespür für die Belastungsgrenzen eines jeden entwickelt. Also das heißt, die sozialen Beziehungen im Team zueinander sind wichtig, um in solchen unvorhersehbaren Situationen zu überleben. Es ist sozusagen ein letzter Anker für eine starke Arbeitsbelastung, deren Qualität ich nicht vorhersehen kann. Und von daher kann man sagen, es sind die sozialen Bindungen im Team, aber auch die Routinen, die es ermöglichen, diese Art von emotionaler Arbeit überhaupt zu ertragen, also zu kompensieren. Ja, und in diesem Zusammenhang kommt es dann auch immer wieder dazu, dass man Regeln aussetzt. In der Regel setzt man solche Regeln aus, weil man denkt, ja, also letztlich ist das im Interesse des Klienten, dass er jetzt mal länger schlafen kann oder dass er nachts rumläuft oder dass er sich in ein anderes Bett legt. Und das kann ich jetzt sowieso nicht verhindern und ich lasse das jetzt mal zu. Das heißt, ich muss Regeln brechen, aber in der Regel werden diese Regeln nicht einfach beliebig gebrochen, sondern im Gespräch miteinander. Ja, sucht man immer wieder die Pflege so anzupassen, wie es den vermuteten Interessen des Klienten am besten entspricht, aber auch wie das innerhalb der Gruppe erträglich ist. Also Qualität im Sinne dieses Begriffes entsteht an der Schnittstelle zwischen Regeln einhalten und Regeln brechen.
Ich kann also, so könnte man sagen, in der gerontopsychiatrischen Arbeit nicht so ganz regelorientiert arbeiten, sondern die Regel ist der Regelbruch. Die Regel ist die Grenzwertigkeit. Ja, ich kann Hygienekonzepte nicht eins zu eins umsetzen. Ich kann Ideen von Ernährung, von Mobilität nicht eins zu eins umsetzen. Ich muss beständig von Standards und Regeln abbrechen. Tu das aber auch nicht beliebig oder willkürlich, sondern immer in Abwägung eines komplexen Kontextes. Das nennt man situiertes oder situationsangepasstes Regelbrechen. Und genau darin, dass Regeln gebrochen wird. Genau darin besteht die Qualität. Also nicht, indem die Regeln befolgt werden, sondern die Regel ist, befolge Regeln immer so, dass du jederzeit aus der Regel aussteigen kannst. Und genau darin besteht die Qualität. Mal sehen, was der MDK oder andere Leute dazu sagen. Ja, also diese Qualität von Regel und Regelbruch, das ist, glaube ich, innerhalb der Pflege noch sehr ungenügend verstanden und umgesetzt. Ein spannendes Feld in diesem Zusammenhang, das zumindest soweit ich das wahrnehme, in Deutschland fast überhaupt noch gar nicht diskutiert worden ist, das sind die Assistenten. Also wenn man sich mal die Standards anschaut und die politischen Erklärungen, die richten sich ja immer nur an die Examinierten oder in der Schweiz oder in Österreich würde man sagen, die Diplomierten. Aber 90, 95% der Arbeit wird ja gar nicht von den Diplomierten gemacht. In Deutschland ist das noch ein bisschen anders, weil der Anteil examinierter Pflegekräfte sehr viel höher ist. Es ist Frontline Staff, das sind meistens die Helfenden, die diese Extrameile laufen, die also mehr tun, als nötig ist. Und die diesen liebevoll empathischen Kontakt leisten, die sich kümmern. Und genau diese Gruppe, die klagt verstärkt über mangelnde Anerkennung oder über Unsichtbarkeit. Ja, also diese Gruppe, die erwartet eigentlich Interesse, Engagement, Nachfragen, Aufmerksamkeit, Hinschauen, aber die werden häufig übersehen, auch ungenügend geschult. Da glaubt man, ja, die können das so en passant mitlernen. Je nach Land, wo man ist, ist die Ausbildungsqualität der Pflegeassistenten sehr, sehr unterschiedlich. Also die werden oft mit einer überwältigenden Verantwortung allein gelassen, sind dann natürlich unsicher, ja, und beginnen dann, wenn sie ungenügend fachlich unterstützt werden, sowas wie Subkulturen zu bilden. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte, bei dem Groupthink, also diesem unaufgeklärten Einigkeitsgefühl. Und eine Möglichkeit, sich dann zu schützen, also sich so eine Anerkennung zu geben, die man vielleicht zu wenig von außen bekommt, ist, dass man sich diese Anerkennung einander zuspricht. Ja? Und so ein Begriff dafür ist, wir sind diejenigen, die das eigentlich sehen. Also wir sind diejenigen, die eigentlich wissen, was die Menschen, die hier leben, brauchen und wollen. Nicht die Experten, nicht die Leitung, nicht die Politik, ja, nicht die Standards und die Konzepte und das, was die Pflegewissenschaft sagt, ist sowieso uninteressant, sondern wir sind die eigentlichen Experten. Ja? Also man entwickelt so eine Art kollektive Identität, man gibt aufeinander Acht, grenzt sich aber auch zunehmend gegenüber zum Beispiel Wissenschaft, Experten, Vorgesetzten ab. Ja, das ist eine schwierige Positionierung, wo diese Gruppe allmählich so Charakteristika eines Clans bilden kann. Also wenn Sie wollen, einer etwas ungesunden Familie, einer dysfunktionalen Familie, die sich von außen bedroht fühlt. Also noch einmal, ich glaube, es ist wichtig, so etwas quasi familiäres in der Pflege aufzubauen, um den Stress zu bewältigen. Aber das kann auch eine ungünstige Entwicklung nehmen, die ihre Parallelität hat in dysfunktionalen Familienpositionen. Und damit kommt man tendenziell in eine defensive Position. Also man muss sich wehren gegen das, was die anderen schon mal wieder von uns wollen und was ja ganz unsinnig ist. Ne? So. Und wenn man einmal in dieser Haltung drin ist, dann ist es schwer, noch Wissen aufzunehmen, sondern man richtet sich sozusagen in so einem mentalen Kämmerlein ein, hat so eine Art Gärtchendenken, ja. Oder in der Schweiz würde man sagen, so einen gruppenbezogenen Kantönsligeist. Nur das, was wir untereinander denken und meinen, ist von Relevanz. Also
Also da wir das relevantere lokale Wissen haben, können wir die Ansprüche anderer auch abwehren. Und im Gruppenbewusstsein stehen dann die Pflegeassistenten und die Klienten und teilweise vielleicht auch so schon die Examinierten auf der einen Seite und erleben sich von den anderen als wenig anerkannt, gesehen und marginalisiert. Ja? Das ist ungünstig, wenn es zu einer derartigen Konstellation kommt. Das muss ja nicht so sein, aber das ist immer mal wieder als Gefahr beschrieben worden. Und soziologisch ist das von Ashworth und später von Schneider aufgegriffen worden unter dem Begriff der Dirty Work, ne? Und der Dirty Workers. Also in jeder Gesellschaft, so ist so die Vorstellung, gibt es ein gesellschaftlich bedingtes Konstrukt von Reinheit, ja, so was wahr ist, was gut ist, was schön ist. Aber das, was nicht rein ist, muss ja auch in irgendeiner Weise gemanagt, versorgt oder erledigt werden. Und das wird in der Regel immer auf Personen abgeschoben, die eher gesellschaftlich randständig sind. Das sind dann oft Migranten. Ja, das sind oft Menschen mit einer geringen Ausbildung, mit einer geringen Qualifikation. Die haben dann quasi diese Dirty Work, diese Angstbindung von Ekelthemen zu erledigen. Und in der Literatur nennt man diese Menschen oft die Schambücke. Also diejenigen, die quasi das, was nicht schön ist und nicht gut ist und nicht wahr ist, zu versorgen haben. Ja, und das sind eben unter anderem auch Pflegende. Ja. Aber eben auch Menschen, die zum Beispiel in manchen Ländern ist das so, da sind das dann Menschen, die mit Toten zu tun haben, mit Beerdigung zu tun haben, mit Müll zu tun haben, auch Polizei, ja, Feuerwehr könnte dazu zählen, ja, aber auch bestimmte Berufe, die als sehr unanständig wahrgenommen werden, wie zum Beispiel Immobilienmakler, naja. Ja. Und woran kann man das erkennen? Immer an der Frage, how can you do it? Ja, das ist so eine Frage, die man als Pflegender vielleicht auch mal gehört hat. Ich finde das ja toll, was du machst, aber ich könnte das ja nicht. Wie bist du überhaupt in der Lage, sowas zu bewältigen? Und wenn Sie diese Art von Frage kennen, dann wissen Sie, Sie sind ein Dirty Worker. Also es in irgendeiner Weise gibt es dann mit dieser Arbeit einen verbundenen physischen, sozialen und moralischen Makel. Und auf der einen Seite drückt sich in dieser Frage vielleicht eine Bewunderung aus, aber hinter dieser Bewunderung ist eigentlich das Entsetzen. Ja, also ein Entsetzen darüber, wie man denn so eine Arbeit machen kann. Ja, und um nochmal das mit den Assistenten aufzugreifen, wie gesagt, im Rahmen einer eher ungünstigen Entwicklung würde man dann sowas aufbauen wie so eine Art Statusschild. Also man versucht, sich zu schützen. Ne? Indem man sagt, wir sind eigentlich die, die Probleme sehen. Wir sind stark genug, um mit diesen Problemen umzugehen. Also eine sogenannte berufsbezogene Ideologie mit eigenen Ritualen, manchmal auch Prüfungen, zum Beispiel bei Soldaten ist das sehr ausgeprägt oder auch in der Polizei. Da nennt man das dann Korpsgeist. Ja, einen eigenen Humor, eine eigene Sprache, eigene Überzeugungen. Ne? Auch zum Beispiel das, was man im Korpsgeist der Polizei oder der Soldaten, den oft als rechtsradikale Einstellung hinterlegt, ist eigentlich nichts anderes als das mangelnde Anerkennung, aufgrund dessen man die Überzeugung entwickelt, mit dem man sich möglichst stark von anderen abgrenzt. So jedenfalls ist die soziologische Erklärung. Und im ungünstigen Fall entwickelt man dann so ein hyperstabiles Mindset, wie gesagt, diesen Groupthink, ja, der das dann ermöglicht, sich selber die Anerkennung eigentlich zu geben, die von außen eben als nicht ausreichend zugesprochen wahrgenommen wird. Ja. Und in gewisser Weise ist die Inkontinenz das Ordnungsprinzip. Das ist halt so, wenn man in der Pflege aufsteigt, bewegt man sich weg vom Bett. Bewegt man sich weg von der Inkontinenz. Die Inkontinenz ist indirekt eigentlich der Umgang damit, das Ordnungsprinzip. Je geringer der Status, desto mehr hast du mit Inkontinenz zu tun. Und je höher der Status, desto mehr bist du eher dabei, die Pflegeplanung zu machen, mit Angehörigen und Ärzten zu regeln, solche Dinge zu regeln. Aber mit dem Schmutz hast du dann weniger zu tun. Das ist so. Ja, daran erkennt man, ob man ein Dirty Worker ist. Und in der Regel ist das schon so, dass das abfärbt. Ja, dass also das Gefühl, die Schmutzarbeit zu machen, automatisch auch etwas
Psychisches in Menschen auslöst, wo die Gefahr ist, sich in diese Richtung zu entwickeln. Hier sehen Sie dann nochmal so einige neuere Forschungen, ja, zu diesem Thema, ja, die das nochmal so unterstreichen, also schlechte Leitungsqualität, schlechtes Leitungsverhalten. Ne? Wenn das da ist, dann wird das als besonders belastend erlebt. Also je größer die Differenz eigentlich ist zwischen, wenn Sie wollen, den Dirty Workers und der Leitung, und zwischen den Experten und denjenigen, die die Frontline-Work erledigen, je größer diese Distanz ist, desto mehr entwickelt sich dieser Groupthink und parallel dazu steigt das deviante Verhalten, also die neuropsychiatrischen Symptome seitens der Klienten an. Es ist also wichtig, genau nochmal im Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass Menschen, die diese Arbeit machen, gehört werden, verstanden werden, ihren Beitrag leisten können, das Gefühl bekommen, anerkannt zu werden und an der Gestaltung der Arbeit intensiv mitzuwirken. Je mehr das gelingt, und das ist jetzt Führungsqualität, das ist Teamgestaltung, desto geringer sind diese, ich sag mal, dysfunktionalen Aspekte zu beobachten. Eine jüngere Forschung von Andrews hat nochmal ein paar ganz interessante Einblicke in diese Zusammenhänge rein, also Einblicke verschafft. Ne? Er spricht von hardwired nurses, ja, oder hardwired carers. Also viele Pflegende sind der Auffassung, dass der Pflegeberuf eine Berufung ist, dass man dafür geboren sein muss. Ja, man müsste die entsprechende Persönlichkeit mitbringen und die würde sich dadurch auszeichnen, dass es einen intrinsisch danach verlange, sich um bedürftige Menschen zu kümmern. Das ist immer wieder bestätigt worden. Also Pflegende, denen man eine besondere Qualität zuspricht, bekunden immer wieder, dass das genauso ihre Auffassung ist. Also entweder du bist als Pflegender geboren oder nicht. Das hören die Experten nicht so gerne, weil die sagen sich ja, ja, Pflege muss man ja lernen können. Das ist nicht so eine Begabung. Aber in der Mehrheit widersprechen Pflegende genau dem. Mal sehen. Das fände ich ein weiter hochinteressantes Forschungsthema. Und was sagen diese hardwired Nurses? Die sagen, ja, man braucht das, eine stabile Basis zu haben. Man muss sich sicher und gestützt fühlen. Ja, auch im Team. Und Arbeitsumgebung, Team und Führung sind hier die entscheidenden Begriffe. Und fast alle Pflegende, die zu dieser Auffassung zuneigen, Pflege ist was Intrinsisches, ist etwas Intuitives, du musst dafür geboren sein. Fort- und Weiterbildung können dir helfen, das noch besser zu machen, aber können diese intuitive Begabung nicht ersetzen. Die sind alle der Auffassung, die ökonomische und funktionale Orientierung haben genau diese Basis für die Arbeit erodieren lassen. Und man kommt dahin, sich eher wie so ein gefühlloser Automat zu fühlen, der seine funktionale Pflege abspult. Und das ist schwierig. Ja, und das muss man irgendwie verarbeiten. Ne? Also ganz interessant, an manchen Tagen und Wochen sei man einer nicht enden wollende Kette menschlicher Dramen ausgesetzt, die einen kaputt machen, die einem den Atem rauben, wo man keine Luft mehr kriegt. Ne? Und diesem Anstürmen, dann sei man oft nicht mehr gewachsen. Also gerade wenn man wenig gute Kollegen hat, wenn man knapp besetzt ist, dann ist das so, wie wenn zu wenig Butter auf zu viel Brot aufgetan wird. Zu wenig Butter auf zu viel Brot verteilt. Die Pflege wird dann quasi dünner, funktionaler. Man hat dann eher so Pflege unter Lazarettbedingungen. Ne? Ja. Und dann fühlt man sich nicht gehört. Und wie gesagt, dann setzt genau diese Entwicklung ein von Groupthink, von Blockaden, ja, von sich selbst zu versuchen, eine Anerkennung zu geben, die man von außen nicht bekommt. Eine andere Forscherin von Jane Fossey, auch neueren Datums, die hat also viel über solche Teamzusammenhänge geforscht. Nebenbei schauen Sie mal in unseren Newsletter, da werden diese Forschungen von Jane Fossey eigentlich immer wieder aufgegriffen. Die hat so vier wesentliche zentrale Begriffe rausgearbeitet. Also einmal das Gefühl, zerrissen zu sein. Ja, die Pflegenden schildern das Dilemma. Ja, auf der einen Seite eine eingestuhlte Person versorgen zu müssen, die sich aber wehrt,
Medikamente in Speisen verstecken zu müssen, dies aber nicht zu dürfen oder zu sollen. Nicht? Und das muss man irgendwie managen. Und je erfahrener man sei, desto mehr könnte man diese eigentlich widersprüchlichen Situationen managen oder navigieren. Und auch dies ist ein spannender Punkt, dass Leitlinien und Standards da eigentlich wenig helfen. Ja, die bieten eigentlich keine praktikablen Lösungen an. Was soll ich denn machen, wenn ein eingekoteter Mensch sich wehrt? Ja, mit Händen und Füßen wehrt, soll ich sagen, ja, dann schmier mal schön, viel Spaß auch. Ich muss hier eingreifen. Ja, und das bedeutet, ich muss hier in gewisser Weise Gewalt anwenden. Es gibt da keine Möglichkeit, dem zu entrinnen. Und ähnlich ist das in vielen anderen Situationen der Pflege, dass diese erfahrenen Pflege sagen, also eure Leitlinien und euer Expertenwissen hilft uns in der Situation nicht, sondern wir brauchen hier erfahrene Leute, die wissen, wie man in solchen Situationen navigiert. Ja, und das ist eher was Intuitives, etwas, das sich durch viel Erfahrungen heraus ergibt, aber kaum formalisiert werden kann. Und um das zu tun, brauche ich die Zusammengehörigkeit. Also ich muss gern mit den Kollegen und Bewohnern zusammen sein. Und das ist eine wesentliche Quelle für das Gefühl, in solchen widersprüchlichen Situationen auch selbstwirksam und handlungsfähig zu sein. Und das wird quasi wiederum familiengleich erfahren. Ne? So, also mit den zu Pflegenden und mit den Pflegenden auf enge Weise zusammen zu sein, seinen Spaß zu haben, sich auszutauschen, ja auch viele kritische Situationen gut zu bewältigen. Genau dies ist eigentlich eine wesentliche Quelle der Arbeitsfreude und Motivation. Ja, insofern auch nochmal hier, ja, das bringt uns nochmal zurück zu diesem Doing good bedeutet feeling good. Also die Zufriedenheit und die Freude der Klienten ist doch eine wesentliche Quelle der eigenen Zufriedenheit und der Freude. Ne? Und das ist nicht zu vermeiden. Also das kann ich nicht funktionalisieren. Das kann ich nicht in irgendeine Leitlinie packen, sondern das emotionale Spüren, ja, die Freude, mit den Klienten zusammen zu sein und schwierige Situationen bewältigen, das ist das, für was man eigentlich lebt und weswegen man diese Arbeit macht. Insofern, Kümmern und Pflege ist immer mehr als ein Job. Ja, so, das ist Teil der eigenen Identität. Pflegende beschreiben das als Teil ihres Wesens. Und noch einmal, dafür werde man geboren, das könne man oder eben nicht, das könne man nicht lernen. Das, denke ich, ist eine durchaus signifikante Herausforderung für die Pflegewissenschaft und die Experten, die ja gerne genau das Gegenteil behaupten. Manthorpe hat das eigentlich auch schon mal zusammenfassend vor einigen Jahren beschrieben. Also was macht eigentlich Arbeitszufriedenheit in der Pflege aus? Auf verschiedenen Ebenen, also persönlich das Gefühl, gute Pflege zu machen und dafür anerkannt zu werden. Ja, zu den Bewohnern oder Klienten eine gute Beziehung aufbauen zu können. Sich daran freuen, gut pflegen zu können und auch gut pflegen zu dürfen. Und das ist diese intrinsische Motivation. Ja. Zweitens, dafür brauche ich eben unterstützende Teams, eine familienähnliche Atmosphäre, ein Teilen von Niederlagen und Erfolgen, ein sich gemeinsames Wohlfühlen im Durcharbeiten von solchen grenzwertigen Erfahrungen. Ja, das Durcharbeiten schwieriger Situationen, genau dies macht die Qualität eines solchen Teams aus. Und dafür muss man einander gut kennen. Noch einmal, man muss sich nicht lieben. Das tut man ja auch in den Familien nicht unbedingt. Ja, aber man kennt sich gut und kann sich aufeinander verlassen, selbst dann, wenn man den anderen eigentlich eher schwierig findet. Aber trotz alledem, man kennt und lebt miteinander. Das ist dieses Familienähnliche, dieses Communio-Konzept der Arbeit. Und drittens, was ist dafür nötig? Führung und Management. Also eine Leitung, die nahe ist, ja, die keinen Unberührbarkeitsfilm hat, die die Pflege kennt, die Schutz und Vertrauen zu den Mitarbeitern hat und die Unterstützung und Ressourcen gibt. Also in den Beziehungen zu den Bewohnern, in den Beziehungen innerhalb der Teams, in den Beziehungen zwischen Leitung und Teams, da liegt der Schlüssel zur guten Pflegequalität. In den Ausführungen finden Sie jetzt noch ein paar
grundlegende Überlegungen zur Leitung und Führung, die übergehe ich jetzt mal hier, damit das Ganze auch nicht zu lang wird. Immerhin sind wir jetzt hier schon eine Stunde dabei. Nicht, aber so vier proaktive Prinzipien, die lassen sich eigentlich ganz gut aus dem Ganzen ableiten. Ja, also ich muss Menschen immer wieder das zu vermitteln, an welchen Zielen wir eigentlich arbeiten, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und da müssen die Mitarbeiter eine beständige Unterstützung und Verstärkung erfahren. Sie brauchen Hilfen bei Entscheidungen, bei Krisen, bei Grenzziehungen, zum Beispiel gegenüber dem Geschäftsführer, gegenüber Angehörigen. Ja, da müssen sie sich also sicher fühlen. Ja, Mitarbeiter müssen stark gemacht werden, an den Zielen festzuhalten, sie umzusetzen, zu konkretisieren. Und die Arbeit muss nach außen getragen werden, begründet werden, verteidigt werden. Also ein gutes Team braucht eine Leitung, die das Team in seiner Arbeit schützen kann. Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für emotional sinnvolle Arbeit mit gerontopsychiatrisch veränderten Menschen. Ja, ich komme damit zum Schluss zu unserer vielleicht etwas steilen These, das Team als Therapeutikum. Also ich bin in der Auseinandersetzung mit all diesen Fragen zu der Auffassung gelangt, dass das Team tatsächlich eine therapeutische Qualität hat und vielleicht wichtiger ist als die Medikamente und vielleicht wichtiger ist als die netten Interventionen, also den schönen Garten und die Musik ja, und die sensorische Stimulation und die Mobilitätsübungen und all das ist natürlich wichtig, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Qualität, mit der das Team Beziehungen, Nähe, Alltagssituationen mit gerontopsychiatrisch veränderten Bewohnern gestaltet, eine wesentlich stressreduzierende Wirkung hat, sodass auch Menschen, die psychisch verändert sind, das Gefühl haben, den Alltag wieder einigermaßen bewältigen zu können. Also das Team ist ein wichtiger Faktor, gerade im Alter seine veränderte psychische Verfassung zu ertragen. Also gesund wird man da sowieso nicht mehr. Ja, aber mit den Krankheiten, mit den Veränderungen einigermaßen gut zu leben, dafür ist ein therapeutisches Team ganz entscheidend. Und damit so ein therapeutisches Team gelingen kann, ist die innere Gruppendynamik dieses Teams von entscheidender Bedeutung. Das nenne ich jetzt mal tiefes Lernen. Also ein Lernen, das nicht so an der Oberfläche dessen bleibt, was man über Diagnostik und über Krankheit weiß, sondern dass man weiß, wie diese Krankheiten sich auf die Beziehungsfähigkeit der Menschen auswirken und was es da von mir braucht und erfordert, um in diesen Beziehungen mit diesen Menschen auch sinnvoll einen gelingenden Alltag hinzubekommen. Also ein Lernen, das sehr stark mit meiner Person und auch mit den Personen in meinem Team zusammenhängt. Kein abstraktes Lernen, sondern ein Lernen, das durch die Klienten hindurch läuft. Also je mehr ein Team sich zusammen mit den Klienten auseinandersetzt, desto mehr entwickelt es eine, nenne ich das mal, lokale Kompetenz, aus der Klienten- und Mitarbeiterzufriedenheit entsteht. Ja. Also man lernt, man denkt, man weiß etwas, man handelt, man hat eine Haltung, die durch diesen tagtäglichen Austausch über die Klienten, aber auch über das Team und über unsere Grenzen und Fähigkeiten hinweggehen, die also diese Dinge zum Thema haben. Dadurch lernt man. Ja? Und das Endergebnis wäre aus meiner Sicht sowas wie ein interaktiver Affektregulator. Das ist ja das, was die Mutter für das Kind ist und das ist das, was die gute Pflegekraft auch für den psychisch Kranken ist. Der kann seine Affekte nicht mehr regulieren und ich muss das ein Stück weit stellvertretend für dich tun, aber eben nicht alleine, sondern eben als Teamleistung. Ja, das Team ist insgesamt ein interaktiver Affektregulator für den hohen Stress, den psychische Erkrankungen mit sich bringen und ist damit eine therapeutische Entität Größe. Und je mehr dein Team das kann, desto mehr hat es sowas wie eine Mastery, also eine gemeinsam geteilte Kompetenz, die aber auch nur in dieser Konstellation des Teams erhalten bleibt. Wenn ich da wichtige Leute rausnehme, kollabiert diese Mastery.
Und dadurch entwickelt sich sowas wie eine Kontrollüberzeugung, also sowas wie: Wir schaffen das. Wir sind in der Lage, dem Stress der Klienten zu begegnen und das jeden Tag immer wieder neu zusammen auszuhalten. Und so ein Team lernt dann eben mit Unsicherheit, mit Unbestimmtheit, mit Fragilität zu leben und zu arbeiten. Also den Tanz auf dem dünnen Eis, auf dem Treibsand zu bewältigen. Und die entscheidende Qualität ist Anerkennung. Ja, und je weniger ich diese Anerkennung bekomme durch die Leitung, desto mehr muss ich sie aus dem Team holen. Und da muss Leitung wirklich aufpassen, so einem Team immer wieder zu signalisieren: Es ist großartig, was ihr für eine Arbeit leistet. Das ist ein ganz wichtiger Teil, den Leitung eigentlich tagtäglich zu erbringen hat. Wenn das nicht gelingt, und das ist sozusagen die rote Warnlampe, dann erzwingen schlechte Rahmenbedingungen immer wieder eine Spirale der Abwärtsentwicklung mit sinkender Qualität für alle Beteiligten. Also, obwohl die Pflegenden immer weniger diese intrinsische Zufriedenheit entwickeln können und diese mangelnde intrinsische Zufriedenheit dazu führt, dass die Qualität der Pflege abnimmt. Ja, damit bin ich eigentlich so ans Ende meiner Ausführungen gekommen. Ich wiederhole nochmal, Sie können das Ganze gut noch einmal nachlesen in einem Text, der parallel zu dieser Veröffentlichung erscheinen wird. Der ist nochmal umfassender und gründlicher. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn über dieses Thema hinweg mit der Zeit ein Dialog entsteht. Also mit Ihnen, aber auch mit der Forschung, mit der Wissenschaft, weil ich glaube, dass dieses Thema bislang sehr unterbelichtet ist, aber außerordentlich wichtig. Ja, schauen Sie mal auf unseren Blog, gucken Sie immer mal wieder auf unsere Seiten. Wir werden versuchen, auch in den nächsten Jahren, solange es uns gibt, an diesem Thema Team dran zu bleiben und würden uns über eine Rückmeldung Ihrerseits sehr freuen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Schönen Gruß.